ganz großen Sport. Den gab es in der Halle der Diltay-Schule in Wiesbaden. Spitzensportler wie die Beachvolleyball-Olympiasieger von 2012, Julius Brink und Jonas Reckermann, gaben ihr Wissen und Können in einem Training der Extraklasse an volleyballbegeisterte Kinder weiter. Ein besonderes Event, denn auch die Profis haben selbst mal klein angefangen. Ich habe auch in der Schule gestartet. Also ich hatte eine Schul-AG, eine Kooperation mit dem Verein. Schule und Verein haben zusammen da eine Zusammenarbeit eingegangen und bin da zum Volleyball gekommen. Mein großer Bruder hat Volleyball gespielt. Ich war 10 oder 11 Jahre, in der 5. Klasse war ich. Und bin dann von der Schul-AG dann in den Verein. Der Weg war kurz gegangen und so ist dann auch meine Hallenkarriere dann langsam gestartet. Ich war damals dann mit 7 Jahren in die Schule gekommen und war auch gleich mit dem Volleyball zugange. Natürlich noch nicht mit dem normalen Ball und nicht mit der normalen Feldgröße, aber wir haben damals schon Volleyball gespielt. Die Kinder zwischen 10 und 13 konnten an 9 Stationen ihre Volleyballfähigkeiten ausprobieren. Auf den Zuschauerrängen und am Spielfeldrand herrschte großer Andrang. Viele Eltern und sogar der Wiesbadener Oberbürgermeister Sven Gehrig waren gekommen. Die Profis standen mit Rat und Tat zur Seite und spielten sogar mit. Gerade für Beachvolleyball sind wir natürlich Aushängeschilder und haben vielleicht auch eine gewisse Anziehungskraft und wollen die Jugendliche auch begeistern und motivieren. Jetzt egal, ob Beachvolleyball, Hallenvolleyball, das spielt in dem Alter noch keine große Rolle, aber doch motivieren, den Sport auszuüben und da vielleicht noch ein paar Kniffe mit an die Hand zu geben. Spaß am Volleyballspielen, das wollen die erfolgreichen Sportler hauptsächlich vermitteln. Aber auch kleinere Technikübungen standen auf dem Programm. Die sollen dabei bleiben, die sollen Spaß am Sport haben, natürlich auch ein bisschen auf die Technik achten, aber vor allem sollen erstmal den Sport kennenlernen und sich so ein bisschen entwickeln. Und wenn ich da ein paar Tipps an die Hand geben kann, wie die Angabe rübergeht, wie ich vielleicht sauberer zuspielen kann oder die Aufteilung im Feld anordne, ist dann später im Leistungsbereich, die Leute können das alle, aber für die Kinder jetzt gerade in dem Alter ist es doch ungemein wichtig, sich erstmal zurechtzufinden, dass es überhaupt ein Spiel kommt und man Freude mitbekommt an der Sportart. Und das ist das Wichtigste und die richtigen, ich sag mal, Kniffe, die etwas komplexeren, die kommen dann später. Seinen durchschlagenden Erfolg hat der 2-Meter-Mann Jonas Reckermann sicherlich auch seiner Größe zu verdanken. Aber auch allen Kindern, die nicht die perfekten Volleyballmaße haben, macht sein Beachpartner Julius Brink Hoffnung. Ich war, glaube ich, immer oder bin es ja immer noch so ein Arbeitertyp. Also ich bin nicht besonders groß und auch in vielen Dingen nicht besonders talentiert. Ich hatte halt immer einen recht ausgeprägten Willen und sicherlich auch für Trainer immer mal einen relativ schwierigen Kopf. Also ich war jemand, der immer so versucht hat, seine eigenen Vorstellungen auch in der Sportart unterzubringen. Das ist im Volleyball oder gerade im Beachvolleyball natürlich auch von Vorteil, wenn man das hat. Ich glaube, ich war nicht immer einfach und vielleicht war das dann am Ende auch irgendwie ein bisschen ein Grund dafür, warum es so gut geklappt hat. Aber ist immer schwer zu sagen. Talent und ein starker Wille sind also die besten Voraussetzungen, um Profisportler zu werden. Bis es soweit ist, müssen die Wiesbadener Kiddies allerdings noch ein bisschen üben.